Für die Nutzung im Unterricht ist es natürlich wünschenswert, dass alle Bücher der Klasse an einem zentralen Ort gespeichert werden, damit also die Schülerinnen gegenseitig ihre Bücher lesen können. Es wäre auch möglich, die Bücher gemeinsam in Echtzeit zu bearbeiten. Allerdings ist da ein kostenpflichtiger Account notwendig. Aber immerhin nur schon das gemeinsame Verwalten oder das gemeinsame Lesen von Büchern ist schon interessant. Hierfür braucht es allerdings zunächst eine Bibliothek. Hier sind sie aufgelistet. Mit dem Gratis-Account kannst du genau eine Bibliothek anlegen. Und übrigens, hier könntest du auch bei einer anderen Bibliothek mitarbeiten. Ich wähle also Create New Library. Da gebe ich den Namen für meine Library ein. Hier kannst du noch einstellen, was die Schüler alles tun dürfen. Zum Beispiel auch noch Bildern in Google suchen und ob die Schülerinnen und Schüler auch gegenseitig Bücher lesen dürfen. Ich wähle mal I'll invite people later und schon ist diese Bibliothek bereit. Du siehst, hier oben sind also meine Bücher. Hier sind auch jene Bücher, die ich kürzlich gelöscht habe. Die kann ich wieder reaktivieren. Und hier ist also meine Klasse, die hat allerdings noch 0 Bücher. Und über diese drei Punkte da drüben kann ich Personen dazu einladen. Ich kann da nochmals diese Einstellungen, die ich vorhin vorgenommen habe, ändern. Ich kann sie umbenennen oder auch archivieren, wenn ich sie nicht mehr brauche. Über Invite poppt hier dieser Code auf. Alle Personen mit einem BookCreator-Account, die diesen Code kennen, können um die Teilnahme oder die Mitarbeit hier anfragen. Nun, die Frage ist natürlich, ob diese Schülerinnen und Schüler bereits eine eigene E-Mail-Adresse oder einen eigenen Google- oder Microsoft-Account haben. Dann wäre das eine Möglichkeit mit diesem Code. Sie melden sich dann an und geben diesen Code, den du ihnen zur Verfügung stellst, ein. Einfacher und vor allem für kleine Kinder viel praktischer, weil sie da eben kein mühsames Login-Prozedere über sich ergehen lassen müssen, ist die Anmeldung über QR-Logins. Hier kannst du Namen eintippen, jeder auf einer neuen Linie. Ich habe nun mal 4 Namen, das ist also im Nu gemacht. Du kannst auch die Namen deiner Klasse direkt kopieren und hier einfügen. Und dann wählst du, in welcher Klasse. Ich habe ja nur eine. Ich gehe auf Next und bereits sind diese Codes bereit. Ich könnte jeden einzelnen ausdrucken, hier auch weitere hinzufügen oder mit Print All QR Badges wird mir direkt eine Übersichtsdatei mit all diesen Codes erstellt. Ich drucke das mal aus. Hier bin ich nun in einem anderen Browser und ich melde mich jetzt als Schüler an. In diesem Fall habe ich weder einen Google-Account noch einen Office 365-Account, sondern ich melde mich mit einem QR-Code an. Ich werde gefragt, ob die Webcam aktiviert werden darf. Ich lasse das zu und halte nun den QR-Code in die Nähe. Beim ersten Mal muss ich mir einen Avatar wählen. Ich nehme mal den Frosch. Und schon bin ich drin und kann beginnen. Du siehst hier, ich bin Teil der Klasse Staub. Hier darf ich Bücher erstellen. Ja, und wenn ich jetzt zurückgehe in meinen Lehrer-Account, so sehe ich da schon dieses Buch von Tim. Ich selber kann es auch bearbeiten. Alle anderen Schülerinnen und Schüler können es nur lesen. Ich kann hier also auch noch den Titel ändern und Bücher
meiner Schülerinnen und Schüler kombinieren. Die umgekehrte Situation: Ich nehme dieses Buch hier und verschiebe es mit Move to Library in meine Klasse und jetzt ist es dort für andere Schülerinnen und Schüler sichtbar. Du siehst, Tim kann also dieses Buch anschauen, lesen in aller Ruhe, er kann aber nicht daran arbeiten. Ich denke, einfacher geht es tatsächlich nicht. Die Schülerinnen und Schüler brauchen keinen Login, sie sind im Nu drin und können arbeiten und gegenseitig ihre Bücher anschauen.